Hallo und herzlich willkommen zurück. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, welche Langzeitwirkungen haben wir durch Corona zu erwarten in Bezug auf die psychische und seelische Gesundheit von unseren Kindern? Weil darauf schaut im Moment keiner. Im Moment wird nur geguckt, welchen Sicherheitsabstand brauchen wir, können wir die Infektionskette verringern, was alles wichtig und notwendig ist. Aber was macht das, was jetzt ist, mit unseren Kindern und zwar langfristig? Sei gespannt, ich freue mich, dass du dabei bist. Corona für unsere Kinder. Da müssen wir ein bisschen ausholen und vielleicht das clustern in unterschiedliche Alterssparten. Wir fangen diesmal oben an. Unsere Teenager, die Pubertiere, ihre entwicklungspsychologische Aufgabe ist es, den Erwachsenen einen großen Haufen auf den Tisch zu scheißen. Entschuldigt meine saloppe Aussage darin. Die Brüste wachsen, die Eier wachsen, hormonelle Umschulung, das ist alles richtig und wichtig, aber die eigentliche Aufgabe ist, Autonomie zu entwickeln, eine eigene Meinung zu haben, Selbstständigkeit zu entwickeln, zu sagen, nee, Mama, ich sehe das anders, nee, Papa, du kannst mich mal. Das ist eben die Zeit, wo Eltern schwierig werden. Ja, und jetzt passiert Folgendes in Corona. Wir haben jetzt 5 Wochen schon unseren Teenagern, unseren Pubertieren genau diese Phase geraubt. Wir haben gesagt, du darfst das nicht. Du darfst nicht selbst entscheiden, mit wem, wie lange, wohin du rausgehst. Du darfst nicht anderer Meinung sein, weil die Gesundheit unseres Landes in Frage steht, wenn du deinem Autonomiebedürfnis und diesem Wichtigkeit deiner Autonomie nachgehst, dann haben wir einen gesundheitlichen Schaden. Aber welchen gesundheitlichen Schaden das mit unseren Pubertieren macht, mit den Teenagern in dieser Entwicklungsphase, da guckt keiner hin. Wir rauben ihnen diese Entwicklungsphase. Was wird die Folge sein? Die Folge wird sein, dass es entweder nach dieser Zeit eine noch größere und härtere Zeit der Rebellion geht. Das heißt, das alles, was sich jetzt angestaut hat, wie so ein Fass, was überspringt, eskaliert. Und da wird es ganz viel von dagegen sein, weil es kaum erklärbar ist für dieses Alter, warum das jetzt so alles sein soll. Warum man nicht andere Wege geht, warum man nicht die Risikopatienten in Quarantäne setzt und die anderen rauslässt. Ja? Und die, die in Revolte gehen, das werden die sein, die dann tendenziell wahrscheinlich auch eher AfD wählen. Ja? Einfach nicht, weil sie AfD geil finden, sondern um Protest zu zeigen, um zu sagen, hey, so was ihr jetzt macht und wie ihr es gelöst habt, ist für uns echt extrem kacke gewesen. Das wird ein Teil sein. Und ein Teil wird sein, das wird ein, ja, wie soll ich das sagen, sozialkonformer Ja-Sager werden. Das heißt, es werden die sein, die nicht mehr eigenständig denken, weil in der Phase, wo sie eigenständig denken lernen sollten, durften sie nicht. Ja? Das ist so ein bisschen wie so ein Baum. Ja? Ein Baum, der wächst und er wächst nach oben und er wird oben beschnitten. Dann sagt er, na gut, wenn ich nicht oben nach oben wachsen darf, dann wachse ich in die Breite und dann wird er beschnitten. Und dann sagt er, na gut, wenn ich nicht in die Breite wachsen darf, dann wachse ich in die Länge und dann wird er beschnitten. Und irgendwann wird er da einfach ganz klein stehen und mickrig und ganz kleine Blätter produzieren und ganz kleine Früchte, weil er sagt, alles andere darf ich nicht. Und wenn wir unsere Gesellschaft sehen, die sich ändert, die im Wandel ist, die digital wird, die ganz neue Kapazitäten, Ressourcen, Möglichkeiten offenbart, können wir für unsere Zukunft, für unsere Gesellschaft solche jungen Menschen nicht gebrauchen, weil sie unsere Gesellschaft nicht voranbringen können, weil sie beschlossen haben, nicht mehr zu wachsen. Das heißt, das eine ist eine Katastrophe für uns und das andere auch. Und das werden die beiden größten Anteile sein. Und der Anteil, der sagt, ja, naja, dann durfte ich halt 5, 6, 7, 8 Wochen nicht sein, wer ich bin, ist egal, mache ich jetzt. Das wird der kleinste Anteil sein, weil jetzt nachdem die Schulen wieder geöffnet werden, sie ja nicht in ihr Sein geführt werden, sondern in Funktionsmodus. Die, die jetzt, das sind unsere Pubertiere, in die Schule dürfen,
Die werden darauf getrimmt und jetzt hast du deine Abschlussprüfung zu machen und jetzt hast du bitte zu funktionieren und jetzt hast du bitte zu lernen. Das heißt, wir hören nach diesen 5 Wochen nicht auf, sie zu beschneiden, sondern wir machen weiter. Und das wird elementare Langzeitfolgen für unsere Gesellschaft haben, die sich eklatant zeigen werden in einem großen Teil, der aggressiv eine Antipolitik befürworten will und ein Großteil, der destruktiv keine Energie zeigen wird, sich in diese Gesellschaft positiv zu integrieren. Was das für einen wirtschaftlichen Schaden hervorruft, ich glaube, darüber hat noch keiner nachgedacht. Der ist weitaus größer als das, was jetzt gerade ist, weil unsere Gesellschaft dann nicht mehr funktionsfähig ist. Darüber sollten wir dringend nachdenken und gerade jetzt, wenn die Schule wieder anfängt, unseren Pubertieren, unseren jungen Menschen in Pubertät viel Freiraum geben, mitzugestalten, mitzuentscheiden und zu sagen, wie kann es funktionieren? Ich spreche mit Schülern, die jetzt sagen, die ganze Zeit wussten wir nicht, machen wir Abi, machen wir nicht Abi. Dieser ganze Stress, den die im Moment haben, fließt jetzt in die Abi-Note rein. Wie soll das ein gutes Abi werden? Lasst sie mitentscheiden. Gibt ihnen ihre Phase der Selbstwirksamkeitserfahrung, der Autonomieentwicklung, der eigenen Identitätsfindung zurück. Wenn wir diese Phase klauen, haben wir langfristige gesellschaftliche Probleme. Du merkst, ich rede mich darüber in Rage, weil es mich selber betrifft. Ich habe einen 18-Jährigen zu Hause und wir haben große Not und müssen da hinschauen. Wenn du meiner Meinung bist, gerne teile dieses Video, like es, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke. Wenn du anderer Meinung bist, bitte diskutiere das mit mir, schreib mir deine Kommentare hier drunter. Ich will die alle hören, weil jetzt geht's hier um die Wurst. Wir können nicht mehr leise sein. Es ist die Zeit des Schweigens vorbei. Sprich mit mir. Vielen Dank.